Zu einer Verständigung im Asylstreit zwischen SPD, CDU und CSU soll es am Donnerstagabend kommen. Nur wenige Stunden vorher empfing Bundeskanzlerin Angela Merkel den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Auch mit ihm sprach sie über Migrationsfragen. Hier ist die Sichtweise zwischen Deutschland und Ungarn doch sehr unterschiedlich. In den Aspekten, die sozusagen das Innere des Schengen-Raums anbelangt, über die Verantwortlichkeit der Verteilung und anderes. Wir arbeiten gut zusammen im Bereich Frontex. Wir arbeiten gut zusammen im Bereich der Entwicklungshilfe. Wir machen Ungarn und Deutschland gemeinsam Projekte in Nordafrika, um hier bei der Fluchtursachenbekämpfung auch zu helfen. Und das soll ausgebaut werden und weiter geführt werden. Orbán galt in der Vergangenheit nicht gerade als ein Fürsprecher für mehr europäische Einigung in der Flüchtlingspolitik. Immer wieder hatte er beispielsweise gegen eine Quotenregelung innerhalb der EU argumentiert. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sagte Orbán jedoch, es sei verletzend, wenn sie von Deutschland beschuldigt würden, keine Solidarität zu zeigen. Immerhin, so Orbán, sei es eigentlich nicht Ungarns Aufgabe, Flüchtlinge an ihren Grenzen zu registrieren, wenn diese aus Griechenland kämen und eine Registrierung dort unterlassen worden sei. Wir registrieren sie, aber wir erkennen nicht an, dass Ungarn der erste Punkt wäre, an dem sie EU-Gebiet betreten. Deshalb denken wir, dass die Menschen nach Griechenland zurückgebracht werden müssen, nicht nach Ungarn. Ob Rücknahmeregelungen mit europäischen Partnern getroffen werden können, wird für die geplante Neuregelung der deutschen Flüchtlingspolitik jedoch noch eine wesentliche Rolle spielen.